Meine lieben Leute, der gute Ricky Johnson ist da was am Mixen und wir haben hier letztes Mal ganz fürchterliche Sachen gemacht. Wir waren auch bei den Möpsen in der Garderobe und wir schauen jetzt mal, was da jetzt so passieren tut. Ne? Tun die Handwerker, ich heiße euch willkommen. Herzlichst. So, jetzt gehen wir mal raus. Das alte, ne? Adventure-Regelspiel, wenn nichts passiert, einmal raus. Das ist unser Herzblatt, ne? Und wieder rein und dann wird's fein. Mit Schweinereien, das könnt ihr mir aber glauben, liebe Leute. The first time that I saw his face is when I realized he's got his daddy's eyes and his other daddy's smile. Danke! Vielen Dank! Danke Ihnen allen! Und jetzt brauchen wir einen Freiwilligen für den Unplugged Teil unserer Show? Wer möchte mit unseren Dingern spielen? Unbedingt. Ich. Wow! Ja, was haben wir denn da? Einen Freiwilligen? Hallo, meine Hengst. Entschuldigt uns bitte. Wir müssen kurz was rausholen. Hey, Johnson! Wie wär's mit etwas gedämpfter Beleuchtung? Bitte. Puh, why don't you, Liebling? Findest du es auch so heiß hier drin? Unbedingt. Oh, Mama, ich bekomme schon wieder diese Gefühle. Ich auch. Schnapp ihn dir! Nur noch ein paar Meter. Diesmal schaffe ich es bestimmt. Ach ja, das waren sehr viele Japaner. Der war die Möpse sind freigeschaltet. Ja, wunderbar. Das war doch herzlicher Liebsteller, das ist. Meine Leute, das war aber Sex vom Allerfeinsten, würde ich sagen. Das eigentlich müsste das auf YouTube zensiert werden, aber ich. Wo kein Kläger, da kein Richter, wir verraten nichts. So, meine Leute, das ist auf jeden Fall, das waren die Möpse in Action. Und das war ganz schrecklich und wir, ja. Ich habe übrigens nochmal drüber nachgedacht, es könnte sein, wenn wir jetzt hier öfter mal spülen, dass dann tatsächlich noch ein Dildo rauskommt. Ich meine, mich dran erinnern, ich weiß es nicht ganz genau. Wir probieren das ein paar Mal. Okay, das war ein Ruderboot. Machen wir gleich nochmal. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, müsste dann ein Dildo rauskommen, liebe Leute. Okay, das war, glaube ich, Mr. Krabs. Ich weiß es nicht. Wir machen das nochmal. Das war ein laufendes P. Okay, nochmal. Ich will das jetzt sehen. Ich will das jetzt wissen. Ob da tatsächlich ein Dildo raus... Ich meine... Ich habe das ganz dunkel in Erinnerung, dass da noch ein Dildo draus ist. Also, ich bin aber nicht sicher, Freunde. Crocodile Dundee, das... Achtung bitte, eine Durchsage. Okay. Es gibt an Bord dieses Schiffes keine, ich wiederhole, keine Urinale aus... Okay, das war der Saxophonspieler, der sich beschwert hat. Okay, wir spüren nochmal. Der Spieler des Saxophons findet das gar nicht komisch. Ende der Durchsage. Okay. Oh! Was habe ich getan? Das. Nochmal, ich meine, da müsste eigentlich ein Dildo rauskommen. Okay, das ist der Goldfisch. Einmal probieren wir es noch und dann gebe ich auf. Okay, ich glaube, dann geht es tatsächlich von vorne wieder los.
Goldfisch und der Holzblock, das war, glaube ich, damals auch. Gut, dann, meine lieben Leute, gehen wir jetzt nochmal zu Exquisite. Moment, wo war der Exquisite? Hier. So, pass mal auf. Peggy hat uns ein paar Informationen über dich gegeben, Kollege. Und Eda, Exquisite! Du schon wieder, Lafferhose. Ja. Pass mal auf, Reise. Peggy hat gesagt, du wärst irgendwie illegal und das sieht man jetzt mal nicht an, aber wir hätten dann mal ein paar Fragen. Reist du gerne, Xwit? Oh ja, sehr, liebe Reisen. Aber jetzt, ich wollen sesshaft werden. Ach, wirklich? Ja. Wo denn? Wo? USA natürlich. Oh. Ich liebe Vororte von San Francisco. Oh. Ich wollen großes Volvo, Haus mit Efeu und Satellitenschüssel. Naja, das wollen wir alle, ne? Aber nicht alle in Amerika, aber das mit vor allen Dingen Satellitenschüssen. Pass mal auf, pass. Ich hab's, glaube ich, nicht mit einem SS geschrieben, ich hab's mit SS geschrieben. Wir gucken mal. Fräulein Peggy hat mir gesagt, du würdest dich fürs Reisen interessieren. Ja, das stimmt. Muss Pass sehen, damit kann machen Kopie. Land egal. USA, sehr gut. Ja. Wo ist deiner? Ach, irgendwo. Okay, das heißt, wir müssen für Exquisiten einen Pass klar machen. Okay, so, pass mal auf und dann. Captain Tsai, ich bin schwer motiviert, das gestehe ich und. So, jetzt mal ganz kurz gucken. Wir müssen ja noch Dildos suchen, ne? Zwei brauchen wir noch, dann haben wir alle gefunden, liebe Dildos. Ne? Zwei Stück noch, dann ist es vollbracht. Okay, hier sehe ich aber gerade mal keinen. So, okay. So, wir müssen zum Purser. Sehe ich hier einen Dildo? Ich sehe keinen Dildo. Wir müssen mit dem Purser nochmal reden, denn wir brauchen den Pass. Die sind ja bei der Reise, bei Antritt der Reise abgegeben worden. Und deswegen müssen wir mal ganz kurz gucken, dass, ob der Purser uns jetzt den Pass rausrückt, weil wir brauchen den für Exquisite. Der will den irgendwie nehmen. Das ist, interessiert uns aber gar nicht, ne? So, genau. Pass mal auf, du kleiner Paranoider. Ich brauche meinen Pass, bitte. Ich bin Larry. Larry Leffer. Ich auch. Unmöglich. Absolut unmöglich. Nichts da. Nicht erlaubt. Was meinen Sie mit nicht erlaubt? Warum denn nicht? Das ist mein Pass. Es ist mein gutes Recht, meinen Pass jederzeit zurückzubekommen. Och, Sie sind aber ein harter Bursche. Bitte nicht schlagen. Okay, was soll's. Sie können ihn wiederhaben. Sie brauchen mir bloß Ihren Ausweis zu zeigen. Mein Pass ist mein Ausweis. Ich brauche von Ihnen irgendeine Form der fotografischen Identifizierung. Sonst gibt es keinen Pass. So sind meine Vorschriften. Das legen Sie sich so zurecht, wie es Ihnen gerade passt, nicht wahr? Tut mir leid. Kein Ausweis mit Passfoto, kein Pass. Ich hoffe, ich kriege das richtig zusammen. Um meinen Pass samt Foto zu bekommen, muss ich Ihnen einen Ausweis mit Passfoto zeigen, richtig? Kommen Sie mir bloß nicht mit Details. Bitte zahlen Sie 2,75 Mark für jede weitere Minute. Wir haben nicht telefoniert. Das ist ein bisschen paradox, Mann, du kleiner Schwuchtel. Das ist doch irgendwie, das ist doch... Gibt es irgendwo an Bord die Möglichkeit, einen Ausweis mit Passfoto herzustellen? Richtig. Ich werde Ihnen auch noch dabei helfen, den Pass des armen Herrn Leffer zu stehlen. Aber ich bin Herr Leffer. Ja. Das muss erst noch bewiesen werden, alter Knacker. Hat er gerade alte Knacker gesagt? Woher kennt er mich? Pass auf. Gut, dann gehen wir mal. Okay, bis zum nächsten Mal. Mhm. Und was meinen Sie damit? Gut, aber wir haben ja noch ein bisschen was. Moment. Wir haben noch ein bisschen was im Inventar, ne? Naja, das Inventory. So, wir haben ja hier unsere Schiffskarte, ne? Deine Schlüsselkarte hat einen überaus wichtigen Magnetstreifen auf der Rückseite. Du kannst sie daher zum Shopping an Bord benutzen und sogar deine Kabinentür damit öffnen. Was für ein Service. Und wir haben ja hier noch das Foto, was der gute Exquisite uns verkauft hat. Und das, wir machen uns jetzt, sagen wir mal, einen sehr provisorischen Pass. Aber das sollte funktionieren. Wir haben ja noch hier, glaube ich, einen Gummikleber. Gut gemacht. Jetzt sind die Fotos von dir nicht nur dreckig, sondern auch klebrig. Und schmierig. Du hast schmierig vergessen. So, pass mal auf. Dürfen nicht vom Spieltisch entfernt werden. Ja, das wissen wir. So, jetzt hier mal, das ist damit. Moment, wo ist das Foto? Boah, ich gehe drüber und ich sehe es nicht. Schiffskarte, Topf, Brühe, Salz, Schraubenzieher, klebrig. Ja, klebrige Fotografie, liebe Leute. Gute Idee. Ja, aber zuerst werde ich etwas von dieser Leistengegend wegreißen.
Gut, das... So, pass mal auf, jetzt hier mal eine andere... So, die würde ich hier ganz gerne... Können wir den hauen? Lass mich mal gucken. Okay, geht nicht, so. So, pass mal auf, dann nehmen wir jetzt andere und hier, ne, wie ist unser Ausweis mit Passfoto? Ich hätte gerne meinen Pass, bitte. Wofür? Den brauchen Sie hier an Bord nicht. Doch, doch. Sehen Sie, hier ist mein Ausweis. Das ist doch das, was ihr haben wollt, nicht wahr? Und jetzt packen Sie sich, Sie perplexer Paranoiker, und bringen Sie mir meinen Pass pronto. Jawohl, der Herr. Flittchen. Naja, Flittchen, aber dass du so streng sein konntest, Larry, das wusste ich gar nicht. Bitteschön, verlieren Sie ihn nicht. Hier auf dem Schiff lungern genügend finstere Gestalten rum. Die warten nur darauf, arglosen und unvorbereiteten Gästen solch fette Beute aus der Tasche zu ziehen. Das bezweifle ich. Sie sind ganz einfach paranoid. Oh, vielen Dank, der Herr. Wir hochrangigen Offiziere können ja gar nicht genug bekommen von solchen Beleidigungen durch dieses elende Passagiergeschmeiß. Passagiergeschmeiß? Pass mal auf. Wenn Sie sich darüber beschweren wollen, dann sind Sie bei mir an der falschen Adresse. Denn ich mag diese grobkörnige Natur, diesen rauen Naturalismus. Okay. Vergessen Sie... Naja, hatten wir leider schon. Moment, jetzt pass mal auf. Jetzt machen wir ganz kurz hier... wir können ja Exquisites als erstes mal seinen Pass geben. Ne? Und das dann... Kommen wir auch ein ganzes Stück weiter, glaube ich, ne? Eda! X-Witz! X-Witz! Du schon wieder, ja. Herr Lafferhose. Lafferhose, ja genau, wir sind Lafferhose. Wir machen jetzt mal hier benutzen. So, wo haben wir den Pass? Moment. Blut und Stolz. Ausweis mit Foto. Pass. Ich weiß, wie gerne du reisen möchtest, X-Witz. Ich bin selbst ein bisschen ein Weltreisender. Ja. Ich habe sogar meinen Pass dabei. Wie, du hast einen Pass? Ich nie gesehen amerikanischen Pass. Mir zeigen Pass. Lass mich sehen Pass. Danke. Tschüss. Verdammt. Wo ist der bloß hin? Mit deinem Pass. Am Sonntag, Leute. Jawohl, am Sonntag. Live auf dem Promenadendeck. Hier boxt der Papst. Erleben Sie das packende Duell gegen den nitrogetriebenen verwirrten Bischof Dreamann. Karten gelten für den ganzen Sitz. Auch wenn sie vor Spannung nur die Vorderkante benutzen werden. Pass mal auf, haben wir den Pass jetzt... unser Pass ist weg. Naja, wofür braucht der Leffer schon einen Pass? Aber was wir jetzt haben, ne, das ist... Mit diesem Schlüssel kommt der Schiffsjunge in all die geheimen und interessanten Lagerräume auf dem Schiff. Coole Sache das. So, pass mal auf, wir machen jetzt mal einen... Gute Idee. Du kannst auch gleich etwas im Tausch gegen deinen Pass bekommen. Genau, unser Pass ist weg. Das ist... schrecklich, aber... Und da war mir noch was eingefallen. Wir gehen nochmal auf die Map und gehen nochmal hier zum Dings. Weil wir hatten das Ding ja hier irgendwie kurz geschlossen. Und eins, ich kann nochmal rubbeln. Das ist, ja, immer noch Meeresbrise, hatte ich ja schon mal erwähnt. Und was ich nicht bedacht hatte, ich dachte, man müsste da noch irgendwas machen. Aber ich glaube, man muss da gar nichts machen. Wir müssen bloß irgendwie nach oben gehen. Müssen hier, glaube ich, in diese Richtung. Und sobald dann die... Achtung bitte, eine Durchsage. Alle Teilnehmer am 24-Stunden-Handelsvertrauensstätten-Bewerb vorige Nacht mögen sich bitte in der Krankenstation einfinden. Alle Bowling-Spieler, die ihren Teil des Wettbewerbs noch nicht beendet haben, bitte sofort zur Bowling... So müssen wir denn ganz nach hinten? Ich weiß gar nicht, ob wir denn ganz nach hinten müssen. Komm. Jawohl, am Sonntag. Live auf dem Promenadendeck. Hier boxt der Papst. Das Duell gegen den nitrogetriebenen verwirrten Bischof Dreher Teilnehmer am Blackjack-Wettbewerb liegt sofort im Casino, auch wenn sie vor Spannung nur die Vorderkante benutzen werden. So, pass mal auf, jetzt nochmal hier. Hoffen, dass keine Ansage. Achtung, Mr. Scheiße. Martino. Mr. Martino, bitte ans weiße Telefon. Aha. Okay, wie war das denn nochmal? Also ich weiß, man muss da alle warten. Bowling-Spieler. Okay, da können wir nicht viel machen. Mit den Bungee können wir denn hier, da können wir leider auch nichts machen, ne? Ist der Hund? So, wir müssen jetzt mal hoch. Wir müssen mal ganz kurz gucken. Das beliebte Mutter-Tochter-Gesangsduo, die Möpse, die mit ihren Country- und Western-Songs in der Lounge zum kleinen, stolzen Seemann auftreten. Achtung, Kerstin. Wir haben den Auftritt gesehen, der war wunderbar. So, jetzt... Herr Busch, sofort zur Massage, bitte. So, pass mal, jetzt komm mal hier hin. Die Segel bestehen aus weißem Polyester, Larry. Genau wie dein Anzug. Ja, genau. Tolles Zeug.
Können wir denn hier das Tranchiermesser damit benutzen? Und nicht vergessen, gebogene Planke auf 7 bis 3 Uhr morgens im Restaurant. Ein paar Stunden später können Sie uns auf dem Poopsteak bei unserem Sonnenaufgangsfrühstück Gesellschaft leisten. Und dann natürlich um 10 Uhr der Brunch im Restaurant, das Mittagessen am Nachtpool und der 4 Uhr in der unteren Lobby. All das selbstverständlich zusätzlich zu unseren drei normalen Hauptmahlzeiten. Also nicht vergessen, essen, essen, essen. Ich hoffe, er macht schnell eine weitere Durchsage, damit ich hier wieder rauskomme. Und das war die letzte Durchsage für heute. Gute Nacht. Jetzt ja. Genau, das kennen wir ja schon. Das ist auch romantisch, ne? Er sieht zwar nicht viele gute Larry, aber er hängt wahrscheinlich sehr bequem da, ne? Ja. Guten Morgen, meine kleinen Kreuzfahrer. Ich will sofort den Dildo. Verpassen Sie nicht das beliebte Mutter-Tochter-Gesangsduo Die Möpse, die mit ihren Country- und Western-Songs in der Lounge zum kleinen, stolzen Seemann auftreten. Ja, die haben wir nicht verpasst, liebe Leute. Und was wir jetzt verpasst haben, ist die Zeit, denn es ist vorbei. Ich sage jetzt erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben jetzt auf jeden Fall Polyester, ne? Und das wollte ja die gute, wie hieß sie noch da in dem, ja, diese Modetante, und weil wir müssen auch den Modewettbewerb gewinnen, ne? Und insofern, ja. Es gibt noch einiges zu tun. Wir gucken uns jetzt dann. Ach, wir gucken uns alles an, liebe Leute. Pardon, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch vergangen. Ciao, ciao. Sagt euer Speak in 45 gerade vom ganz hohen Mast geflogen. Das ist. Dafür sieht aber ganz gut aus. Klar.